Yo Leute und willkommen zurück zu Monster Hunter Rise. Genau, wir haben eine dringende Quest bekommen, hier in den 4-Sterne-High-Rank-Quest. Aber so weit sind wir eigentlich noch nicht, weil wir machen natürlich erst wieder alle Quests durch. Ich habe eine dringende Quest für dich, Drexeline. Dein Ziel ist diesmal ein Jyratodus, ein Fischwüvern, der in sumpfigen Gebieten lebt. Wie du dir denken kannst, ist der Sumpf extrem unwegsam. Es ist fast, als wäre die Umgebung ein zusätzlicher Gegner. Meine guten Wünsche sind mit dir und such bitte die Badeeinrichtung auf, wenn du zurückkommst. Natürlich. Jo, wir haben letztes Mal auch unsere Itsuchi-Rüstung hier, unsere Startrüstung für den High Rank fertig gemacht. Wir nehmen das mal wieder mit. Dringende Quest haben wir gerade bekommen. Jyratodus, genau, den kennen wir auch noch sehr gut aus mindestens Monster Hunter World. Ich weiß gar nicht, ob er vorher auch schon vorkam. Weil das ist nicht dieser laufende Typ, ne? Naja, mal gucken. Lagombi Ketsu. Ja, erstmal geben wir hier ein Lagombi. Wie viel kommen denn hier noch? Oh, noch eine ganze zweite Seite und ziemlich viele Anfragen davon. Ach so, Studium von Schwert und Schild. Job mit dem Jagdhorn. Das sind, glaube ich, die zusätzlichen Moves. Das sind schon richtige Quests. Muss ich da die entsprechende Waffe benutzen? Wahrscheinlich nicht, oder? Es sind einfach nur die, um die Sachen freizuschalten. Naja, es sind Quests. Wir werden sie trotzdem machen. Aber wir gehen erstmal dem Lagombi hier nach. Ich überlege nochmal, wie heißt nochmal dieses komische Fischviech mit den zwei Beinen, wo es auch ein Feuerpendant für gibt. Es war nicht der Arknaktor, oder? Egal. Lagombi. Was nehmen wir da? Explosion. Ja gut, dann können wir direkt dabei bleiben. Also viele Viecher sind doch relativ stark empfindlich gegen Explosionen. Das kommt natürlich mit meinen Explosionswaffen sehr entgegen. Aber es wundert mich so ein bisschen. Gefühlt musste ich sonst immer mehr hin und her wechseln. Aber vielleicht sind einfach... Ich habe ja auch primär sonst mit Elementen gespielt und nicht mit Status-Inflictions, wie sie auch immer auf Deutsch heißen. Naja, vielleicht sind einfach viele gegen Explosionen empfindlich. Süß und reißzähnig, meine Freundin, eine Feline, hat voll Bammel vor so einem großen, flauschigen Häschen. Das verstehe ich nicht, die sind doch voll süß. Sieh dir das mal an, damit sie merkt, dass sie keine Angst haben muss. Let's do this. Jo, der Lagombi treibt sich da oben rum. Dann können wir jetzt auch zum ersten Mal unser neues Lager ausprobieren, was wir beim letzten Mal freigeschaltet haben. Ist es nicht geil, Leute? That was best. So, und ich glaube, ansonsten haben wir hier auch nichts nebenher zu tun. Das heißt, wir können uns voll und ganz... Oh, guck mal, auf dieses Viech konzentrieren. Man kann sich hier auch noch rausteleportieren mit einem großen Seilkäfer. Ei! Und zwar relativ weit, quasi direkt bis zum Lagombi. Das ist natürlich mal ganz okay. Habe ich hier nicht gerade noch irgendwas gesehen? Ah, ein Knochenhaufen. Hier ist auch noch nie oben drauf gewesen. So, hier sind so einige Vögelchen drin. Ist gerade eins weggeflogen oder habe ich das bekommen? Hier ist auch nochmal so eine Steinechse. Eine Rüstkugel plus. Achso, das ist fast hier, wo wir letztes Mal den Ausflug da in diesen Arm da reingemacht haben. Aber hier kann man auch nochmal rauf. Wo sind wir denn jetzt genau? Ach doch, jetzt sind wir letztendlich da. Okay, wo war letztes Mal? Dann in welche Richtung auch immer gesprungen sind. War es darüber? Ja, ne? Nee. Darüber war es. Und hier ist der ganz normale Weg. Okay. Gut. Dann geht's jetzt Richtung Lagombi. Sorry, Leute. Ich wollte mich da einmal umgucken. Der Lagombi ist auch schon beschäftigt mit irgendwelchen kleinen Itsuchis oder so. So, das kriegst du mal als erstes hier ab. Jo. Und ich krieg dafür auch direkt eine von ihm gewischt. Und noch eine. So, und jetzt voll drauf da.
114. Ich glaube dafür, dass der ohne gerade irgendwie bei 40 oder 50 oder so war. Ach, dieser rollende Lagombi, ey. Au, da ist ein... Was ist es? Ich weiß es nicht. Es ist kein Itsuki. Ich weiß nicht, wie er heißt. Oder ist es ein Itsuki? Ich wollte ihn eigentlich noch... Naja. Okay, wir können direkt den nächsten reiten. Das ist irgendwie manchmal ein bisschen seltsam, wenn ein weiteres Viech eingreift. Einmal überrollt oder überrannt. Und er schläft. Ja, dann können wir erstmal in Ruhe hier Materialien einsammeln. Lagombi, Plastrom, Plus und whatever. Ja gut, aber da wir ihn jetzt schon geritten haben, hat er auch keinen Bock mehr offensichtlich. Er hat sich ja hier echt leicht aus seinem Stangengebiet vertreiben lassen. Eine Nebelschnecke. So, ein Gebietchen weiter. Ach komm schon, ich bin doch ausgewichen, echt. Okay, dachte normalerweise macht er das eigentlich mehrfach. Ach, komm schon. Ey, warum auch immer du da in Schwanken gerätst, ja? Wo ist er? Was macht er? Wow, was kam denn da angeflogen? So, der Hintern von ihm ist eigentlich relativ empfindlich. Oh nein, einmal dran vorbeigehuscht. Kann der mal aufhören, sich hier immer hin und her zu werfen? Boah, ist der nervig. Nicht gefährlich, aber nervig. Junge, was stimmt mit dir nicht, ernsthaft? Und schon wieder explodiert. Wow. Here it comes. Wow. Oh. Es ist und bleibt einfach ein super nerviger Kampf. Dieser Lagombi, echt. Was macht er da jetzt? Na toll, da wollte ich gerade drauf springen. Wupsa. Eigentlich wollte ich drauf springen, aber er stand zu weit weg. Eine Blitzrakete. Er ist blind. Juhu. Also, die Seilbinder können schon viel Schaden machen, ja? Was hat er jetzt gemacht? Warum liegt er jetzt hier rum? Ach, ist auch egal. Wir nehmen das einfach so zur Kenntnis. Here it comes.
So, jetzt haben wir es tatsächlich mal geschafft, über ihn drüber zu rollen. Ui. Er macht Gott sei Dank nicht so viel Schaden. Wahrscheinlich auch ein bisschen des Rüstungsupgrades geschuldet. Oder dem Rüstungsupgrade. Jo. Und immer schön auf die Schwanzspitze. Schon wieder weg. Go. I'm just getting started. Noch eine Nebelschnecke. Was machen die eigentlich? Das Monster vernebeln? Probieren wir mal Nebelschnecken. Was machen die hier jetzt? Sind die, um die kleinen Bnahabras oder was zu farmen? Oder wo kamen die beiden jetzt her? Ach so, ach die Nebelschnecken. Ach so, das heilt einen. Okay, nice, wusste ich gar nicht. Also echt, man kann mittlerweile so viel Gedöns hier in der Umwelt aufsammeln. Eigentlich muss man das alles mal ausprobiert haben. Und einmal fest auf den Popo. Mist, wollte ihm gerade noch den Seilbinder reinhauen. Aber dafür hat es dann irgendwie nicht mehr gereicht. Autsch, jetzt überrollt er mich auch noch. Oh, einmal schön durch alle durch. Na gut, aber High Rank muss ich sagen, sind die Kämpfe irgendwie schon ein bisschen cooler. Einfach weil die Viecher ein erweitertes Moveset hatten und langsam machen die Kämpfe ja auch mal ein bisschen Sinn, ehrlich gesagt. Wie gesagt, auch wenn so ein Lagombi jetzt auch nicht das Schwierigste ist. Aber es dauert immerhin seine Zeit. Er setzt mir ein bisschen was entgegen. Er nervt zumindest ein bisschen. Vorher waren die Monster ja irgendwie alle nur Opfer gewesen. Oh, wen haben wir da? Die nächsten Wyvern zum Reiten. Hä? Nee, es ist wieder der Lagombi. Naja, von mir aus. Oh. Sag mal. Also irgendwie sind sie auch mal sehr auf den anderen Viech fixiert. Oh, ich musste mal dringend schärfen. Und lassen sich nicht richtig steuern, wenn das zweite Viech da ist. Dann haben sie doch irgendwie immer den Drang, zu diesem Viech hinzukommen. Naja, wenigstens hat es gereicht, um eine Schärfung durchzukriegen. So, jetzt haben wir einen Eis-Debuff. Autsch. So, und den Eis-Debuff sind wir wieder los, dank der Heilvase meiner Katze. Boah, bevor ich mir das hier noch länger antue, fange ich ihn lieber, wenn ich nicht vorher sogar noch sterbe. Ui. Jetzt ist er gleich blind. Das macht es nicht einfacher, ihn hier reinzukriegen. Na gut, er geht freiwillig. Puh. Awesome. High-Rank Lagombi. Ja, interessante Erfahrung auf jeden Fall. Dieses ganze Rumgerolle und Rumgesetze. Unfassbar. Oder Rumgeplumpse auf seinen Hintern. Piece of cake.
Gut. Ja, machen wir noch eine High-Rank-Quest, ne? Würde ich sagen. Ach so, die Verschmelzung, richtig. Da wollte ich auch nochmal gucken. Ich hatte dreimal das gleiche Amulett geschmiedet. Konstitution, glaube ich. Ob da auch wirklich immer das gleiche rauskommt. Oh, einmal habe ich aus Versehen anscheinend Explosionswiderstand geschmiedet, aber es ist immer Stufe 1. Aber wenn es Stufe 1 gibt, muss es doch auch Stufe 2 geben, oder? Aber ansonsten ist auch nicht viel Interessantes dabei. Okay, verlängert die Dauer, für die du einen Seilkäfer behalten kannst. Das ist natürlich ganz nett, weil man... Ach, vielleicht mache ich mir den auch noch mal. Weil, je länger ich die behalte, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man letztendlich ein Monster besteigt, sodass man es viermal vor die Wand schicken kann, ne? Kann ich nicht eigentlich mal direkt mehrere auswählen? Obwohl, eigentlich brauche ich nur eins, ne? Aber egal, wir machen jetzt die gleiche Übung hier nochmal, um sicher zu gehen. So. Damit hätten wir das eigentlich auch schon. Und schau mal, was die nächste Quest hier ist. Ach so, hatten wir ja vorhin schon geschaut, ne? War auch nichts Weltbewegendes. Ja, komm, ist gut. Warum mache ich eigentlich jedes Mal so viele Nebenquests hier fertig? So. High Rank. Ketsu war es, genau. Mal gucken, was der Ketsu zu bieten hat. Da ist er. Na, gar nicht mal so viel. Ja, Explosion geht klar. Explosion geht immer klar. Warum gucke ich eigentlich überhaupt noch nach? Jo, und damit sind wir auch abmarschbereit gegen den Ketsu. Die Nacht des Ketsu. Ich war angeln in dunkler Nacht, da flog ein Ketsu her in klebrig schleimiger Pracht. Keine Augen sah ich funkeln, nur ein aufgeschwollener Hals übersät mit Adern und Runzeln. Super Gedicht. This will be easy. Zack, zack, zack. So, Ketsu treibt sich da ganz oben rum. Dann fliegen wir mal hier hin. War das jetzt richtig? Er war doch unten in der Höhle, oder? Und nicht oben in dem Gebiet. Oh. Ja, er ist auf jeden Fall unten in der Höhle. Was war das da gerade? Was sich da verkrabbelt hat, wahrscheinlich irgendwie ein Super Rare Spawn oder so und ich habe es nicht gecheckt. Es würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Irgendwas war da auf jeden Fall. Vielleicht war es auch noch meine Katze, die sie vergraben hat. Aber eigentlich vergräbt sie sich nicht, oder? Ne, die rennt da hinter mir. Naja. Ich glaube, oben stand ein Erz. Das habe ich vergessen. Das hätte ich mal abbauen können. Hallo, Knochenhaufen? Gut. Hätten wir ihn schon einmal überrollt. You're done for, oder what?
Ach so, er schießt nur nach vorne. Okay. Ich dachte schon, er wollte das schon mit seiner Mega-Explosion starten. Aber ich glaube, dafür muss er erst wütend werden. Für einen Schwanzwischer reicht es aber auch so. Er ist so lahm, wenn er nicht wütend ist und macht eigentlich so gar nichts. Unfassbar. Aber ich glaube, jetzt ist er wütend. Jetzt könnte es ein bisschen mehr hier rumbritzeln. Er sieht schon ein bisschen witzig hier aus, auch mit seiner komischen, brüchigen Haut da. Oh. Ach, da hinten ist der Seilkäfer. Bin ich schon... Wow. Wow, wow, wow. Ich bin eigentlich eher so gut wie tot. Naja, gut, so gerade noch überlebt. Ich wollte mir mal eben den Seilkäfer da hinten holen. Damit wir ihn gleich hier, weiß ich nicht, viermal nicht vor irgendwelche Wände schicken können. So. Debuff runter, immerhin das. Was macht er denn hier mit seinem Schwanz auf dem Boden? Wie witzig. Warum legt er die da wie so einen Plattenteller ab? Ich wollte weg. Hat aber nicht geklappt. Den Debuff können wir uns hier nochmal entfernen. Unfassbar, wie oft er das macht, wenn er wütend ist. Jetzt ist er noch wütender. Und dadurch hat er den Blitz auch nicht mitgekriegt. Nein. Ich komme da auch nicht mehr weg. Ja, ich sehe, dass er das jetzt gleich startet. Aber ich komme da trotzdem nicht weg. Na, schade. Mein Seilkäfer ist schon weg und er haut ab. Da ist es auf jeden Fall. Na, vielleicht ist dieses Amulett mit den, dass man die Seilkäfer länger behält, gar nicht die schlechteste Wahl. Ich werde ihm auf jeden Fall mal eine Chance geben, wenn ich das Ding habe. Gerade jetzt im High Rank muss man ja doch ein bisschen mehr Schaden drauf machen, um sie mal reitbar zu machen. Gut, ich konnte natürlich auch einfach länger warten, bis ich den dritten Seilkäfer einsammle. Aber nichtsdestotrotz, es ist so das Timing, was ich gerade im Blut habe, weil es bis jetzt halt immer gereicht hat. Aber das tut es jetzt offensichtlich nicht mehr. Ernsthaft? Ach, er ist schon wieder weiter. Unfassbar. Also ich finde, so länger als 2 Sekunden könnten sie schon beim Eingeblieb bleiben. Aber gut, nehmen wir das Ding nochmal mit. Ham, ham, ham. Na gut, dann sparen wir uns das Ding da. Und was macht er da jetzt? Er legt sich hier schon wieder mit irgendwas an. Ach, mit einem Agnosom, oder? Wo sind wir hier drauf? Ja, tatsächlich. Boah, wow, genau. Einmal da drauf gehackt. Und nochmal schön in den Rücken hacken. Aber gut, er ist so langsam. Da kann man wenigstens mal die langsamen, schweren Angriffe machen. So, mal gucken, was der Agno so macht, wenn man diesen Überfallangriff macht. Einfach nur überrennen. Ist in Ordnung. Nein, jetzt falle ich hier immer ab, ey. Warum? Wie kann... Wie?
Ich kann ihn auch, ich kann aufreiten. Wie kann er so eine gepanzerte Haut haben? Er sieht total weich aus, ehrlich gesagt. So, das waren mal relativ schnell 500 Schaden oder so. Tut das Not, du Drecksteil. Boah, ich prall hier echt ganz schön oft ab. Also es wird, man merkt auch hier, es wird Zeit für Waffen-Upgrades, aber meine anderen Waffen habe ich vom Upgrade her noch nicht gesehen. Warum war ich nicht in der Dämonenhaltung? Ach, scheiße. Falsche Dämonenhaltung. Bei der muss ich ranlaufen und dann schlagen und nicht erst die Dämonenhaltung auslösen. Ja, deine Heilung kommt immer ein bisschen spät, Kätzchen. Da müsst du mal ein bisschen an deiner Geschwindigkeit arbeiten. Ich komme da einfach nicht weg, wenn er diese Attacke macht. Ich hänge so lange in meinen Animationen fest, dass ich da einfach nicht rauskomme. Danke. Und jetzt kommt sie wieder. Nein, diesmal kommt ein ganzer Sprung damit. So. Immerhin gediebert. Okay. Irgendwer hat ihm was gebrochen. Ich war es nicht. Aber jetzt war ich es. Wow, wir sind weggekommen. Es ist grandios. So, jetzt stehen wir hier mitten in der Heilung drin beim Kämpfen. Mega. Dann können wir uns auch ein bisschen von ihm schlagen lassen. Okay, wir hören Musik. Irgendein anderes Monster ist im Anmarsch. Aber unseres macht gar nichts mehr. Was ist los mit ihm? Aber ich sehe und mache gerade auch nicht viel, außer dass ich Gott sei Dank da irgendwo in der Heilung stehe. Wow. Das ist so geil gemacht, ne? Die Monsterschlachten. Also das finde ich echt immer noch mega an der Monster Hunter-Reihe, ja? Dieses ganze Monsterverhalten mit dem Revierverhalten, wie sie kämpfen, wie sie ihre Heimatgebiete haben und ihre Reviere verteidigen und sich in ihre Heimatgebiete zurückziehen, wenn sie müde sind und keine Ahnung was alles, ne? Klar, mit der Zeit kommt da auch so ein bisschen Routine rein, man kennt es irgendwann. Nichtsdestotrotz, ich finde es einfach mega gemacht. Und das ist auch mit Grund, warum ich die Spielreihe so gerne spiele. Ich meine, dieses Crafting und Looting gehört eh zu meinen favorisierten Genres, aber mit den Monstern, das ist einfach alles so mega gut gemacht. Oh, er liegt. Und ich bin hier an seiner harten Schwanzstelle dran, oder? Nee, so ein bisschen hier am Popo und an den Beinen rumfuchteln geht offensichtlich auch. So, und eigentlich müsste er es jetzt bald mal hinter sich haben, so gefühlt. Ich vielleicht auch. Autschi. Meine Schärfe hat gerade nachgelassen. In Anbetracht der Lage, da ich nicht so ganz genau weiß. Autsch, oh, gestunt. Ah, komm, Kätzchen, heil mich, hol mich aus dem Stun, whatever. Danke, danke, danke. Okay, die gehen vorbei. Der auch. Dann bin ich jetzt geschärft. Oh, bin ich hier daneben gesprungen? Das tut mir ja leid. Boah,
das war knapp gewesen. Es ist unglaublich, wie lang der aushält, der Dödel. Und der ist immer noch nicht blau, das gibt's doch gar nicht. Und da kommt schon wieder irgendein Monster an. Wahrscheinlich schon wieder der Tetranadon, oder? Oder wo kommt die Musik her? Humpelt er weg? You're my best pal. Nicht so richtig irgendwie. Ich sehe nichts. Ich hau einfach weiter drauf. Aber ich muss sagen, gut, ich kämpfe jetzt auch nicht besonders vorsichtig. Und man wird natürlich auch etwas von ihm gestunt und keine Ahnung was. Ich habe 8 Megatränke durch. Was ist hier los? Aber jetzt ist er blau. Kann man ihn überhaupt mit einer Schockfalle beeindrucken? Bin mir gar nicht so sicher. Ja, ja, es hat schon seinen Grund, warum ich sie normalerweise erst fange, nachdem sie einmal das Gebiet gewechselt haben. Und er will nach ganz oben in die 10 zurück. Ist das sein Ernst? Da dürfte es so fast schneller gehen. Yo, that was fast. Man sieht ihn sogar da oben fliegen. Wie cool ist das, Leute? Das ist einfach so mega. Dass auch auf solche Details geachtet wird. Nein, das Ding hier wollte ich mal mitnehmen. Gratium, weil hier sind High-Rank-Erze drin und irgendwann wird der Moment kommen, da werde ich sie brauchen. So, jetzt habe ich dummerweise nur keine Falle mehr. Dann müssen wir ihn jetzt halt leider umhauen. Wo willst du hin, mein Freund? Du kannst ja echt gar nichts mehr. Willst du schon wieder weg? Was lässt er denn da runterfallen? Sind auf jeden Fall Shiny Drops dabei. Große Wyvern-Träne. So, wie war das nochmal? Wir hatten auch einen Dolch, ne? Wo war denn der nochmal? Ach, hier war der bei. Klar, jetzt habe ich den Dolch rausgesucht und jetzt kommt es wieder runter. Ey, manchmal denke ich auch, die wollen mich verkackeiern, diese Kackbiester, ne? So, halte durch, das Gesundheitshorn ist da. Na gut, dann warten wir darauf mal. Gut, dass das Gesundheitshorn da war. Oh Mann, ey. Aber ich bin froh, dass die Kämpfe jetzt so laufen, ja. Und nicht mehr wie im Village. Mein Superschwert ist immer noch nicht. Ich bin nicht gestorben, aber es zieht sich und es verbraucht ordentlich Heilzeugs, wenn man nicht genau aufpasst. Nein, ich wollte weg, nicht hin. Ja, mach noch eine zweite Welle hinterher. Und Kätzchen, du solltest mal darauf achten, dass du deine Blitzbombe auch so ablässt, dass sie letztendlich vor dem Monster auskommt. Und nicht im Rücken des Monsters explodiert. Okay, er liegt. Sehr nice. Es reicht aber noch nicht, um den Kampf zu beenden.
Einmal nachschärfen. Und dabei drauf gehen. Ah, komm, steh auf. Nein, jetzt gehe ich wirklich drauf. Jetzt gehe ich noch im letzten Moment drauf. Kätzchen. Boah, danke, Kätzchen. Gott sei Dank war ich genau in dieser Mikrosekunde unverwundbar, weil mich die Katze gerade da rausgeschubst hat. Das war mega lucky gewesen. Komm, jetzt stirb doch einfach, Junge. Ich sehe nichts. So, hier hängt noch so ein Heilkäfer rum. Und den kann ich jetzt auch gebrauchen. Irgendwann muss dieser Kampf zu Ende sein. Oh. Ey, was geht hier ab? Das bin ich so nicht mehr gewohnt. Jo, er gießt noch eine Heilung raus für mich. Oh, Gott sei Dank ist der Katze das völlig egal, dieses Gebritzel. Oh. So, dann kämpfen wir jetzt noch ein bisschen hier in der Heilung. Und er humpelt schon wieder weg. Unfassbar. Er geht nochmal zur 10 raus. So, haben wir wieder ein bisschen Heilung. Wie lange ich jetzt schon hier in den letzten Prozent rumhumpel. Okay, es ist definitiv Zeit, die Monster zu fangen. Wenn sie den Status erreicht haben. Ich meine, ich habe es ja auch probiert. Dummerweise ist er da genau in dem Moment weggelaufen. Dann bringt mir auch die beste Falle nichts. Aber das zeigt es halt nur nochmal, ne? Fangen ist Mittel der Wahl. Jo, mit dem letzten Rüberrollen haben wir es dann jetzt auch endlich erledigt. Gibt's ja gar nicht. Here comes the messy part. Was ist denn nutze Fellwein eigentlich da unten? Perlhaut. Ketsu ist auch so ein komisches Viech, was glaube ich genau. Das kann so Extrakte droppen. Nein, das wollte ich nicht. Die man manchmal braucht. Also es gibt auch noch neben hellen Extrakten, gibt es auch noch andere Extrakte und das sind noch ganz bestimmte Monster, die diese komischen Extrakte droppen. Von daher ist es auch nicht schlecht, die mitzunehmen, wenn sich die Gelegenheit bietet. So, wieder ein Höhlen-Ein- und Ausgang für irgendwelche Monster, okay. Und Austern. Good job, buddy. Good job, buddy. Another successful hunt. So, auch das war, glaube ich, keine Lieferquest gewesen. Ne? Die kommen alles auf der zweiten Seite. Von daher denke ich mal, ist es das für heute erstmal gewesen. Ich sage dir vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.